Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wie ihr vielleicht gesehen habt, geht es mit der Harry Potter Reihe weiter. Und zwar Harry Potter und der Feuerkelch. Der dementsprechend vierte Teil, warum ich die Ansage jetzt mache und nicht im Startbildschirm, ist die Tatsache, dass die Musik im Startbildschirm viel, viel zu laut war, um mich zu verstehen. Und man die aber leider auch nicht umstellen kann. Ich habe hier keine Optionen, mit denen ich die Lautstärke etc. einstellen kann. Und im Allgemeinen habe ich eine relativ schlechte Meinung zu diesem Spiel. Sprich, das ist meiner Meinung nach einfach ganz, ganz grottig. Aber zum Fazit komme ich am besten am Ende. Ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt. Ich habe es natürlich angetestet, um auch einfach ein bisschen ja, zu gucken, wie es ist, wie es sich spielen lässt. Ich muss es leider, dadurch, dass meine Tastatur kaputt ist, mit dem Controller spielen. Es sind eigentlich nur zwei Tasten meiner Tastatur kaputt, sprich zwei der Pfeiltasten. Aber man kann hier auch die Steuerung nicht umstellen, sodass ich irgendwie mit WASD spielen könnte, sondern ich hätte mit den Pfeiltasten spielen müssen. Und das finde ich ganz, ganz schwierig. Ja, dementsprechend lieber mit dem Controller. Und warum man hier jetzt eine Figur wählen kann, ist mir ein Rätsel. Ich würde sagen, dem Filmprinzip folgend wähle ich natürlich Harry. Ja, und dann würde ich sagen, kann es losgehen. In Little Hangleton nannten sie es immer noch das Riddle House. 50 Jahre zuvor hatte ein Hausmädchen alle drei Riddles vorgefunden. Tot. Vielleicht sollten wir es ohne den Jungen tun, Herr. Nein. Harry Potter ist so gut wie mein. Es ist beschlossen. Harry Potter und seine Freunde Ron Weasley und Hermine Granger reisten mit einem Portschlüssel zum Endspiel der Quidditch-Weltmeisterschaft, in dem Bulgarien von Irland besiegt wurde. In dieser Nacht verursachte eine Bande Todesser, Anhänger Lord Voldemorts, Aufruhr auf dem Zeltplatz. Arthur Weasley schickte Harry, Ron und Hermine zurück zum Portschlüssel. Ja, und damit... Autsch, damit beginnt das Spiel quasi. Wir müssen es bis zum Portschlüssel schaffen, und zwar schnell. Ich habe das Gefühl, dass es immer noch wahnsinnig laut ist, aber... wie ich hier euch gerne demonstrieren kann kurz, hier kann man nur den Untertitel einstellen. Und das automatische Speichern. Was anderes kann ich hier nicht einstellen. Ist blöd. Aber, ja. Gut, dann versuche ich mal das Spiel zu starten und hoffe, dass ihr mich halbwegs versteht. So, wir müssen jetzt hier quasi entlang. Actio! Das habe ich zumindest schon mal rausgefunden. Also, mit einer Taste mache ich den Actio-Zauber, mit einer anderen mache ich... ein Angriffszauber und Actio brauche ich auch einfach, weil sonst komme ich an die Bohnen nicht ran. Weil, wenn ich die einfach so einsammeln wollen würde... Was sind das denn für Dinger? Sumpfkrattler! Wenn ich die einfach so einsammeln wollen würde, kann ich euch ja gerne gleich mal zeigen, was dann passieren würde. Klasse! Dann würden die nämlich einfach alle weghüpfen. So, zack. Da sind noch mehr von diesen Dingern. Wenn ich Actio mache, kann ich sie auf jeden Fall... Sumpfkrattler, Ron! Einsammeln! Wo zum Henker schieße ich eigentlich hin? Ja! Juhu! Gib mir die Bohnen! Sumpfkrattler also, okay. Ihr seht oben rechts, links und unten links, rechts. Auf jeden Fall seht ihr da... Wingardium Leviosa! Seht ihr da die Köpfe von Harry, Ron und Hermine und da seht ihr zum einen die Leben. Bei mir sind es nur 100%, bei den anderen 97 und 92. Und ihr seht, wie viele Bohnen wir haben. In erster Linie kriegt derjenige Bohnen, mit dem ich gerade spiele. Deshalb ist es, glaube ich, immer ganz sinnvoll, wenn ich mit dem spiele, bei dem ich gerade Bohnen brauche. Wofür ich die brauche, werdet ihr später noch... Wir müssen alle Wingardium Leviosa auf den Stein anwenden. Werdet ihr später auf jeden Fall noch sehen. Wingardium Leviosa! Räumt den Stein aus dem Weg! Tu ich doch. Wohin denn damit? Nach hinten. Okay, sehr schön. Passt.
Gut, jetzt können wir hier durch. Sei vorsichtig, Dad! Aktio, 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 Aktio. Zack. Zack. Okay, wo sind die Viecher? Komm raus, da sind sie. Ah! Orchideus! Ich schieße dann auch mal daneben. Klasse! Folgt diesen Bohnen. Ich mag diese Bohnen sehr. Oh je, kannst du endlich mal mit deinen Bohnen aufhören, Ron? Nein. Bohnen sind toll. Bohnen sind beste. Wingardium Leviosa! Juhu! Noch mehr Bohnen! Yay! Bohnen! Ach so, unten seht ihr, unten links seht ihr so eine Leiste, so eine hellblaue. Wenn ich die voll habe, kann ich den sogenannten Magicus Extremus, glaube ich, anwenden. Irgendwie so ähnlich hieß das. Na los! Und das ist ein sehr genialer, sehr extremer Zauber. Oh, eine Bohne! Oh, eine Bohne. Den ich euch gleich zeigen kann. Ist aber in erster Linie nur sinnvoll, wenn man viele Gegner hat. So, fertig. Vorsicht! Kombi-Zauber. Beeilt euch! Ja, ich bin noch dabei. Reg dich ab. Komm her, Frosch. Sammle blaue Bohnen, um deine Magieleiste aufzufüllen. Achso, die blauen Bohnen sind, um die Magieleiste aufzufüllen. Arsch. Okay, also jetzt müssen wir am Stamm ziehen. Wende den Zauber auf den Stamm an! So, bingo. Und das war ein toller Zauber. Na los, ihr beiden! Oh, komm schon, euer Ernst. Beeilt euch! Okay, ich merke schon, das Prinzip ist. Gib mir den fucking Stamm. Komm schon, lass mich den ziehen. Dein Ernst? Die Steuerung ist ziemlich für den Arsch. Wie ihr vielleicht merkt. Ach, ich lasse das jetzt einfach so. Ah, wir kommen hier durch. Passt. Okay, hier kommen bestimmt wieder diese komischen Kratler-Viecher. Ja, und zwar zu Hause. Sie sind überall! Wow, ja, übertreibt einfach mal. Wingardium Leviosa! Ich schieße jetzt einfach um mich. Das hässliche Vieh hat mich gebissen! Ich schieße einfach auf alles, was sich bewegt. So. Aviforce! Wow! Sie sind bissig! Natürlich sind die bissig! Er hat ein Stückchen von mir abgebissen! Oh ja, okay. Oh, Feuerwehr! Wunderschön! Los! Aviforce! Zaubert! Ja! Er ist bissig! Wow! Wow! Ausgezeichnet! Way! Bohnen, 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 Bohnen! So viele Bohnen! Gib mir das! Okay, wir hätten jetzt dieses Magicus Extremus anwenden können, das hätte ich euch zeigen können. Aber ich gucke einfach gleich mal, dass ich das noch... Ups! Aua! Er hat ein Stückchen von mir abgebissen! Ja, bei mir genau. Wingardium Leviosa! Bohn, 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 Bohn. Wingardium Leviosa! Aviforce! Wow! Yay, die roten Bohnen geben mir übrigens Leben zurück. Nun macht schon! Was ich auch im Moment echt gut gebrauchen kann. Yeah! Okay, Stein. So, weg damit. Eine Brücke! Holy shit! Wie aufmerksam von dir, Ronald! Was? Schneller! Okay, die Sätze geben manchmal echt keinen Sinn. Eine Güte! Wow. Ja, du bist richtig gut, Hermine. Okay. Oh, Todesser!
Wie kommen wir an diesen Todesser vorbei? Ach, wie nur? Wir ziehen den Stamm da raus. Fertig. Wir können ihn nicht verzaubern. Wir können den Stamm verzaubern, bleib Leute. Helft mir. Ron, pack mal da. Retraktum! Ja. Yeah! Hermine landet wieder unter den Steinen. Die ist einfach mega gut. Sie schafft es einfach immer. Oh, holala. Was ist das? Das ist das dunkle Mal, Harry. Sein Zeichen. Voldemort. Lauf zum Portschlüssel! Also die Filmsequenzen hier halten sich auch eher in Grenzen. Ihr habt ja gerade gesehen, das sind teilweise diese einfach nur in Bildern gezeigten Filmsequenzen. Okay, das hier sind, glaube ich, sowas wie Levelaufstiege. Ich weiß es, bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Je nachdem, welche Zauber ich wie oft angewendet habe, kriege ich dafür bestimmte Erfahrungen oder so. Keine Ahnung, 133 Runen, holy shit. Ein neues Schuljahr in Hogwarts. In Hogwarts wird dieses Jahr das Trimagische Turnier ausgerichtet. Heißt mit mir die Gäste nun willkommen. Beauxbatons Akademie für Zauberei und die stolzen Söhne von Durmstrang. Darf ich euch vorstellen, Professor Moody, euren neuen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Hätte mich ja mal interessiert, ob diese Stelle nach Harry Potter immer noch verflucht ist, sodass jedes Jahr der Lehrer wechselt. Okay, hier geht's jetzt quasi in die Übergänge zu den Leveln. Wie ihr sehen könnt, es ist kein klarer Übergang von einem Level ins nächste und es gibt auch keine klare Storyline meiner Meinung nach, weil hier steht jetzt Verteidigung gegen die dunklen Künste und ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Klar, cool, ich bin in Hogwarts angekommen, aber hier steht dann Moodys Herausforderungen. Das wäre das nächste. Danach kommt Hogwarts Gelände. Das wäre das nächste. So, das sind diese Level, die überhaupt keinen Sinn ergeben und mit der Story irgendwie gar nichts zu tun haben. Nach dem Hogwarts Gelände kommt der verbotene Wald. Nach dem verbotenen Wald kommt die erste trimagische Aufgabe. Da hat man dann so ein bisschen das Gefühl, dass es irgendwie mit Story weitergeht. Das Problem ist, bis man da erstmal hinkommt. Okay, wir gehen mal kurz auf C. Da gibt es dann die Jammerkarten. Oder auch nicht. Weitere Infos. I. Ich habe aber kein I. Ist blöd. C ist Sammelkarten. Alle Harry-Karten werden angezeigt. Alle Hermine-Karten. Ich habe aber keine Karten. Ist blöd. Ja, also das Prinzip habe ich noch nicht so ganz durchblickt, muss ich zugeben. Ich gehe jetzt aber einfach mal hier in dieses Gebiet, weil das das Einzige ist, wo ich hin kann. Dementsprechend mit Harry habe ich jetzt 133. Ich werde dann jetzt mal mit Hermine spielen, glaube ich. Um mit ihr auch so ein paar Böhnchen zu sammeln. Ah, jetzt kann ich zum Beispiel Karten kaufen. Jetzt kann ich hier, nein, kann ich nicht. Hier. Ich kann doch keine Karten kaufen. Wo kann ich nochmal Karten kaufen? Ach, scheiß drauf. Was soll's. Bei ihr habe ich sowieso noch keine und bei ihm auch nicht. Harry, Ron und Hermine trafen Mad-Eye Moody für eine zusätzliche Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja gut, das wird jetzt so eine Art Tutorial sein, nehme ich an. Ihr fragt euch wohl, warum ich euch hierher gebracht habe, was? Ja. Hier werdet ihr lernen, wie ihr euch verteidigt. Auf geht's! Und vergiss nicht, immer wachsam! Wie die gucken, wie sollen wir da rüberkommen? Zielt ja. Mit einem Fluch darauf. Worauf? Die Sätze ergeben überhaupt keinen Sinn. Ach Mann, hier sind doch... Bohnen, 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 Bohnen. Achtet auf die blauen Bohnen. Damit kann man mächtigere Zaubersprüche anwenden. Okay. Geht durch diese Tür in den nächsten Raum. Alles klar. So. Yeah. Fuchskrattler! Sehr gut, Granger. Also diese Viecher gehen dann im Verlauf des Spiels wendet sowas von eure Flüche schnell an. Einen nach dem anderen. Jungs? Jungs? Na dann halt nicht. Brillant!
Spitze! Ja, das war nicht euer Verdienst. Mal sehen, was passiert, wenn ihr einen Zauber darauf anwendet. Auf das Vieh haben wir doch gerade schon. Ihr habt den... Vorsicht! Die werden ja immer mehr. Ich will aber erst meine Bohnen sammeln. Ihr braucht viele rote Bohnen, um eure volle Energie zu halten. Ausgezeichnet! Ja! Yeah. Großartig! Das war oh, großartig! Da ist ja noch einer. Harry? Oh. Jungs? Gut gemacht! Hervorragend gezaubert! Ja! Yeah. Habt ihr geübt? Gut, da, heimlich. Macht weiter so. Bohnen sammeln, Bohnen sammeln, Bohnen sammeln. Lass mir meine Bohnen, du Mistvieh. Ja. Sehr gut. Werdet jetzt nur nicht übermütig. Ach was, nein, passt schon. Geht in den nächsten Raum. Boah, dieses Echo von dem immer ist irgendwie so ein bisschen... Harry hat einfach schon 150 Bohnen, obwohl ich gar nicht mit ihm spiele. Das ist so ein bisschen unfair. Ich meine, die Grafik hat sich natürlich wahnsinnig verändert, das ist klar. Aber leider, der Rest nicht. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich hab, tut mir leid, Ron, war keine Absicht. Ja, ja, passt schon. Was tun die da? Hört doch auf. Okay, ich glaube, ich muss den Part auch schon wieder beenden. Bevor die jetzt hier komplett ausrasten, gehe ich nochmal nach hier vorne, wo keine Steine sind. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch einen anderen Part aufnehmen, in dem ich euch da vielleicht auch mal dieses S-Dingsbums, dieses Magicus Extremus da unten zeige. Und ihr habt so ein bisschen den ersten Eindruck von dem Spiel bekommen. Ich habe euch ein bisschen meine Meinung zu diesem Spiel gesagt, aber das wird im Laufe des Spiels auf jeden Fall noch weitergehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da und schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Wichtige Links, wie immer, ihr wisst Bescheid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.